So, wir haben ja wieder hier die erste Runde verpasst. Oder sind gerade dabei, die erste Runde zu verpassen. Weil diese scheiß GoTV ist einfach so spät immer online kommen. Bist du schon drauf connected? Ja, der ging gerade bei mir nicht. Also ich bin gerade drauf, wir sind noch in der Pistol, aber sieht nicht gut aus für Quantic. Nico, 1 gegen 3, Bombe am A gelegt. Pistol geht an ESC, somit auf die dritte Pistol in Folge für die Polen. Terrorpistol auch wichtig hier auf Dust. Boah, wie lange ist Schade, das dass ich die her, nicht gesehen habe. Ich meine mich da noch erinnern zu können, dass man da stark über diese. Ach, das ist ja jetzt auch ekelhaft zu casten, Mann. Das macht ja gar keine Lust. ey? Aber du hast immer schon mal. Warte mal, doch, ihr habt's auch gespielt, Ja, ne? ich hab die. Ja. Ich hab die gegen einige Teams, unter anderem Faculty und. Ich glaube, es war Absolut Legends mit Interp Schneider AWP Stimmt. Oh, ah ja, gespielt. stimmt, da war er so gut auf der in der Ja, Match gegen euch. also. Gibt's glaube ich auch Zwei ein Highlight über verschiedene ihn. Spielstile als CT, was ich so sagen kann, ist halt die, ja, ich nenne es einfach mal diesen Untergrundbereich blocken oder halt wirklich komplett defensiv beide Spots zu spielen. Ja, so wie man es gerade hier in der Eco sieht. Aber Ja, aber ja, wo ist halt ein Eco, gut. aber vielleicht so ähnlich. Aber so auf jeden Fall da den Spot decken, wie sie es da tun, ja. Da ich halt nur mit drei Mann. Aber naja. PS wiederum müssen, um erfolgreich als Terror zu spielen, sehr schnell diesen Untergrundbereich einnehmen. Am besten über alle Flanken und ja, das möglichst koordiniert und am besten mit einer Smoke ins Sniper-Pad. Dort wenigstens eine Stelle auszuschließen. Ah, ich bin gespannt, wenn das wirklich Quantics Map ist. Mal schauen, was sie da hier vorbereitet haben. Ich hoffe einfach mal, dass die nächste Saison rausfliegt, aber hochkantig aus dem Map-Pool. Was kann sie drin bleiben, wenn sie diesen Helikopter entfernen? Komm, du bist einfach Kacke. Die ist so imbalanced. Ja, macht halt keinen Spaß. Ja, klar. Weder zu gucken, noch zu spielen. Naja. Ich meine, man ist So. ja nicht so, dass man keine ernsthaften Alternativen hätte. Also, es gibt ja genügend. Ich bin auch sehr gespannt, ob Season nächste Saison in die EPS kommt. Bin auf jeden Fall dafür. Ja, ich auch. Hast du schon mal gespielt überhaupt? Ich meine, du bist ja kein Sourcer, aber. Ich habe auch schon einige Stunden in CS verbracht. In DSS meine ich natürlich. Ja, okay. Und durfte die Map kennenlernen und ja, finde sie ist eine sehr, sehr gute Map. Ich finde Max ja auch eigentlich. Ja. Auch in Go gibt's sie ja schon. Ja, daher kenne ich sie. Also Source habe ich sie nie gespielt, weil ich Source nie gespielt habe oder so gut wie nie, aber. Ich habe auch Source gespielt, also ist auf jeden Fall ein interessantes Spiel gewesen. Ich hatte auch nichts gegen das Spiel. Nicht? Okay. Okay. Aber Go ist schon das bessere Source, oder? So gut, oder so intensiv habe ich mich dann auch nicht mit Source beschäftigt, also. Als wenn es eine Pause. Mal schauen, wie sich dann nach der Pause. Quantic, oder ist es überhaupt eine Pause? Ja, ich frage mich auch gerade, ob die gegriffen Ist eine haben. Pause, ja. Kaufen auch nichts ein und so, also. Also wie sich Quantic entscheidet zu spielen hier als CT. Normalerweise holt man ja wirklich jede Runde als CT. Aber sofern meine Erinnerungen richtig sind, war ESC auch während der Saison auf der Map nicht so schlecht. Also sie waren auch sehr erfolgreich. Seht das. Ich kann da mal eben schauen. Ja.
Scheiße, da sieht man die Maps, glaube ich, nicht. Ah, auf der ESEA-Seite kann man das, glaube ich, besser Guck mal nachgucken. nach, ich bin da ja noch in der Liga. Gerade Pause. So, ich sehe Icy Box. It does win 16 zu 9 gegen uns. 16 zu 8 gegen die Spanier. Ja, das war's. Das war's. Ja, jetzt weiß ich auch, warum ich die noch in Erinnerung habe. Das war auch relativ früh in der Saison. Wir haben uns auch so viele Gedanken über diese blöde Map gemacht. Mann, Mann, Mann. Und dann habt ihr beide verloren. Oder? Ja. Ja, gegen AL auch verloren. Ja. Gegen AL oder gegen Schneider? Ja. So, findest du eine AWP hier sinnvoll? Und als CT also ja, CT auf jeden Fall. Wo? Also ich also würde am sie Anfang zum der Runde eher nicht so am Sniperpad, sondern eher am A-Spot da hinten auf dem Plateau. Finde ich sie, glaube ich. Also ich würde sie am Anfang der Runde Sniperpad spielen lassen und schauen halt, was die T's machen. Also wenn sie es absmoken, ist klar, dann gehe ich halt dann sofort da weg. Ja. Und dann würde ich halt erstmal, ja, offensiv quasi die CT-Base decken vom Bereich über dem Abgang, wenn man hochgeht als Terror. Quasi dort den Bereich, an den ganzen Tonnen, die da stehen. Probieren, leichte Facts zu bekommen und sich dann auch immer weiter zurückfallen zu lassen. Falls die T's dann kommen. So dann, ja, die Smokes zu locken und ja, die T's quasi in Zeitbedrängnis zu bringen. Das wäre so mein als Awe, wenn ich jetzt AWP spielen würde. Oder, was richtig lame ist, als CT ein Autosniper auf warum lachst du? Also das ist halt richtig klar. Gut. Das A-Plateau, ne? Und dann auf ja, Füße hinten durch. Einfach die ganze Zeit stupide in den Schlitz bangen. Ja. Leute, also man. Dieser Gang als Terror, wenn du halt zu dem über Tunnel quasi rausgehst, dieser Verbinder, dieser, wo auch der neue Gang ist, diese Area, die wird einfach von der Autosniper auseinandergenommen. Also das hat auch zum Beispiel Asmo und Faculty gemacht, das stimmt, ist auch ja, ein sehr erfolgreiches Mittel gewesen. Ja. Ich glaube, deswegen waren sie auch ganz gut auf der Map. Also das würde ich dann auf jeden Fall empfehlen und ich glaube, das sehen wir auch vom Frost, ich würde nichts anderes erwarten. Geld hat er. 5.100. Das würde reichen, aber hat er halt keine Weste. Ja. Glaube ich zu riskant. Ich würde es machen. Was ich erfahrungsgemäß sagen kann, ich glaube, das werden wir auch kaum sehen, dass die CTs richtig aggressiv den Bereich über diesen Tunnelbereich da stürmen quasi oder aggressiv dort pushen. Das ist, glaube ich, erfolgreich oder ist mit Erfolg gekrönt, wenn man da so richtig aggressiv pusht. Meinst du, dass sie richtig hinten da hingegen zu dem neuen Abgang richtig durchpushen? Genau, über die genau Brücke so. Und so? Ja. Ja, das wird man, glaube ich, von denen nicht sehen. Also ist auch nicht so gut, meiner Meinung nach. Aber jeder hat seinen eigenen Spielstil. Natürlich, aber ich denke mal, man kann einiges erwarten von den Amis. Wenn es tatsächlich ihre Map ist, ich hoffe es eigentlich auch. Also wäre alles andere eine Enttäuschung. Ich hoffe wirklich, dass wir eine dritte Map sehen. So, wie steht's bei NIP? Na, 8-1. Ja, erste Map gewonnen, 16-4. Jetzt CT8 Runden, genau. Den ja eine T-Runde schon. Na gut. Da wird nichts großartig anbrennen.
Ist das wieder Lords PC oder was? Mal schauen, ob es irgendwelche Infos gibt. Willst du danach eigentlich Faculty oder Very Games casten? Ja, Faculty natürlich. Okay. Also das lasse ich mir dann nicht nehmen. Das ist ja auch das, was die meisten interessiert. Auch wenn es jetzt vielleicht kein Top-Match wird, aber trotzdem interessiert Ja, es doch, natürlich. also Vielleicht fangen sie sich ja es wieder, interessiert vielleicht natürlich, ist. wie die Deutschen abschneiden Genau, und genau, genau. vielleicht haben sie sich ja echt wieder gefangen oder so. Also es kann ja alles möglich sein, also. Also ich habe vorhin mal mit Lenz kurz gechattet. Es geht übrigens weiter. Er Ja. meinte, sie sind alle happy, der Flug war gut, sie ja, sind auf jeden Ich Fall habe gut da auch einige drauf. Bilder gesehen, wo sie zusammen Ja. was unternommen haben und das war ja der Grund, warum sie schlecht waren oder so. Zumindest habe ich das so gelesen. War noch Steak Ah. essen und ach, keine Ahnung. Also Ja, genau. Stimmung ist auf jeden Fall Ah, und gut. wir sehen einen Ja, Autosniper. Zwei genau. sogar. Dazed und Frost. Okay. Wie? Guck mal den Boost an, den sie spielen bei Dazed. Oh Alter, das Gott. ist der Mann Special. Boah, bei mir bin ich aber gerade verbuggt, Mann. Ich bin so im Zoom, wenn ich Free Loop gehe. Ja, musste kurz weggehen von ihm. Ah, okay. Das Aber ist. der Spieler darunter kann auch weggehen. Der steht dort auf so einem Rand. Er deckt ihn am Tor. Ah. Ja gut, aber Hiko steht da eigentlich auch, aber egal. Das wäre vielleicht zu gefährlich. Ah, das ist so lächerlich, Das ist so sorry, aber. krass. Jetzt Man bin ist ich echt einfach. gespannt. Das ist einfach lächerlich und die armen ESC-Spieler werden wieder von Autosnipern auseinandergenommen. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Also, ich würde wirklich rübergehen, wenn ich jetzt Pascha wäre. Ja, Pascha. Bam. Oder einfach mal so antworten Genau. mit einem Headshot. Aber. Das ist schon so Ist ja noch richtig Dazed low. da, keine Sorge. Ah, jetzt haben die Dazed schon gesehen. Mal schauen, ob sie sich da drauf direkt drauf einstellen können. Boah, schöne Schellen von Kuben. Beide sind am Aha. Bombe haben sie. Aber nur noch 20 Sekunden. Ah, Base schaffen sie nicht mehr. Müssen jetzt hinten drauf gehen. Der TCK. vielleicht Boah, sich Alter. selbst. TCK, aber auch richtig BK war verwundert. angegoldet von Kuma und Kuma hat sich einfach selbst geflasht. Boah, die müssten schnell die Autosnipers nehmen. Meine Güte, was ist da los? Die sind so Boah. teuer. No! Sie haben keine einzige durchgebracht. Oh Mann. Oh, Das war echt no. teuer und unnötig. Bauen doch darauf ihr Spiel auf, das hat man ja schon jetzt gemerkt. Also, die kaufen sich einen Autosniper ohne Kevlar. Ist ja klar, was die vorhaben die ganze Zeit. Geldpolster, also verstehe ich nicht, warum sie die jetzt nicht genommen haben. Vor allem, was sie jetzt agieren, also wie sie jetzt agieren. Pushen. Okay. So werden sie mal denken. Gerade nur, weil sie keine Autosniper haben, denke ich. Frost deckt nur der die Brücke. Zeigt sich gar nicht. Aber er hat da keine So, Weste. Klar, fängt also direkt an, nee. ESC in der Tat smoken Sniper Pad ab und Pascha sucht dann auch die Frags auf dem offenen Feld, findet aber nichts, da echt Quantic diesen passiven Spielstil hat, den ich da auch angesprochen habe. Es gibt ja die beiden Möglichkeiten, meinte ich ja schon. 2 am A, 3 am B. Sie standen jetzt am Anfang so semi-offensiv und haben sich dann direkt Ja, zurückgezogen, wo die man Smokes muss kamen. am Anfang der Runde so aggressiv als CD spielen, weil dafür dann einfach wirklich der Rush der Ts auf den A-Spot zu stark wäre. Also da muss man schon gegenhalten am Anfang der Runde. Und dann kann man sich Ja. defensiv aufstellen und die Ts agieren lassen. Dann wird es halt wieder super schwer für die Ts. So, der Go soll zum B kommen. Finden einfach keinen Kill hier, also Jetzt aber. als Test, ja. Oh. Beide setzen die Frags. Stark. Das Kuben den noch machen. Sie Oh, kommen er sogar liegt da zum auf dem. Planten. Aber Oh, beide wenn halt Pascha da hinten super an die low. Kiste kommt. Oh. Oh, sehr gute Position. Da kann man auf so ein Podest gehen. Boah. Und der trifft ihn sogar Headshot. Aber beide blind. Oh, TCK muss sie aber nur anhusten. Oh, ersten macht er. Aber Kuben kann es runter. Boah, er Kann ruft ihn durchdiffusen. aus. Ja. Er Der zieht nicht durch. nicht. Er zieht nicht durch. Pascha. Alt. Kuben. Krass. Schöner Move von Ach, ihm. da hätte ich Aber einfach warum? durchdiffusen. Ja. Er Bombe wusste lag doch un. Ja, perfekt. genau. Er wusste doch ungefähr, wo er ist. Oh Mann. Unnötig abgegeben.
So, Quantic auch Eco. Stecken diesmal am A, vorhin haben sie alle B gestanden. Oh, sehr schöne Entscheidung von ESC. So, vom Geld her, nächste Runde werden. Würde eine Autosniper. Oh, was? Diese. 5-7, krass. Eine Autosniper wäre drin, aber. Ja, aber Hiko. Er hat keine gekauft, der ist aber. Ave. Ja, eine Ave. Er hat auch ganz guten Spawn. Also, das heißt, ganz guten Spawn steht zumindest da vorne. Ich glaube, auf das 1 gibt es auch nur diesen einen City-Spawn. Immer in diesem Halbkreis. Ja. Geht A-Plateau. Da stehen wieder super Def. Decken sehr defensiv die Base. Diesmal gar nicht am Anfang. Am Sniper-Pad, aber liegt auch schon eine Smoke. Mal schauen, wann ESC realisiert, wie Quantic hier. Smoking weg, Days konnte den Frack hinten setzen. Gilt. Das Problem ist halt immer, dass irgendwann Quantic dann so eine Runde aggressiv einbauen könnte. Und wenn sie dann einmal nicht so vorsichtig einnehmen, wie sie jetzt die ganze Zeit machen, werden sie dann leicht auf dem falschen Fuß erwischt. Darum lieber vorsichtig. Zahlt sich auch gerade aus. Aber jetzt kommt der Argo, ne? Oh, ja. Flash verworfen, Puff ist richtig blind. Oh, TSK kann deswegen die Frags setzen. Oh, sogar nach Headshot gesetzt. Starke Runde von ihm. Mitte wurde auch aufgehalten. Das war immer eine gute Runde jetzt von Quantic. Ja, und wenn sie dann jetzt noch zwei Runden holen, haben sie echt ein gutes Geldpolster. Und wenn sich echt wieder diese bigsten Waffen holen, ja. Dann steht schnell mal 10-5. Offen. Ah, siehst du, ESC auch direkt mit einer Eco. Waren auch recht teure Runden. Man so einen A-Wash mal. Mal gucken. Ja. Ah, da also vier Leute kommen da. Also wenn das mit Waffen gewesen wäre, beispielsweise, dann Aber da kam schon ganz gut Gegenfläches. Muss man jetzt nicht unbedingt reingucken und so. Ah, die eine Flash kommt immer sehr kurz davon. Der ist da die vorhin, glaube ich, schon geworden. Da ist die Autosniper bei Frost, bei wem auch sonst. So, auch nur. Auch Galils bei SC, so viel Geld haben sie dann auch nicht. Neo allein Richtung Abgang. Schnell ein. Quantic steht wieder super def. Aber. Frost ja, nee. An der Tonne da. Oh, kann Pusher machen, sehr stark. Krasse Posi irgendwie. Boah, den zweiten auch direkt. Das Problem an diesen Positionen ist, also diese Tonnen. Wenn man sich das mal von der Perspektive des Ts anguckt, man sieht da wirklich den CT ja nur seinen Kopf quasi und dann direkt drauf zu kommen gegen einen Autosniper, die mit zwei Schüssen tötet, während du erstmal drauf kommen musst mit dem Crosshair, ist sehr schwierig. Auf jeden Fall. Verlässt sie ja auch so doppelt. Ja.
gucken, ob ESC überhaupt noch eine Runde holt. Wobei, so deutlich sind die Runden ja gar nicht. Schauen, wie sie sich darauf einstellen. Meinst du, wir sehen noch so einen Rush direkt zum A, wie sie vorhin in der Eco gemacht haben? Ja, hoffe ich mal. Also, wenn die CCs da echt nicht was gegen ausgedacht haben, dann kann das echt funktionieren. Aber da Neo jetzt mal eine AWP probiert zu safen, weiß nicht. Irgendwann müssen sie es ja mal einsehen, dass das dann nicht klappt, aber mal schauen, wann das passiert bei dem Team. Mhm. Bah. Halb vier, fuck. Egal. Ich will so gut reden. Ich sehe noch eine Eco, besprechen sich auch ein bisschen. Aber ich meine, 5 T-Runden sind schon ordentlich. Ja, aber wer weiß, ne? Na, wenn was sich die Quantik-Typen da als Terror ausdenken, also. Wenn sie schon so eine Gammelpose kennen, dann. Ja, eben. Da ist schnell mal in der ersten Waffrunde so eine Zauberrunde ausgepackt und dann zack, ja. Steht's 4-0, also. Ich scheine die Zeit wirklich zu nutzen, um hier was sich auszudenken. Ja, perfekt, aber. Also, wirklich. Muss einfach sein, bei so einer Map, die nicht wirklich, ja, klar. Routine ist, da jetzt einmal was zu besprechen. Das ist perfekt. Ich hoffe, das wird dann auch belohnt. Mal schauen, was sie sich ausdenken. Wie gesagt, die Erfahrung gegen Autosniper haben sie ja. Wer war das nochmal? Ich glaube, Epsilon, ne? Haben die ja in Kopenhagen rausgeschmissen mit 3 Autosnipern dann am Ende oder so. Was? Ja, irgend sowas. Irgendein schwedisches Team Epsilon oder Lemdogs? Ja. Bin mir nicht sicher. Glaubst du, Quantic stellt jetzt irgendwas um? Nee. Also. Muss eigentlich nicht auch. Das ist eigentlich schon relativ sicher, wie sie da stehen. Wie gesagt, ich bin halt nur auf diesen A-Wash gespannt, falls der mal kommen sollte. Aber Paschat Abe. Also ich gucke mir das jetzt auch mal an, wie die CDs da jetzt wirklich am Anfang der Runde agieren. Auch im Freelook oder so. Was da jetzt alles auch hier reinkommt. Katakomben. Da fliegt zum Beispiel eine, zwei Nades und eine Smoke. Ich glaube, das wird jede Runde so passieren. Das ist schon nicht schlecht. Aber sie spielen irgendwie Standard weiter. Was ist Frost für ein Schlitzziel da hinten am Sniperpad? Geh mal Frost. Ah, fuck, wo ist das? Hinter diesen Kisten? Hinter dem Sniperpad, in der Kiste. Ah, da, ja. Den Schlitz kennt man. Aber ob er da. Okay, schiebt jetzt weg. Oh, und Dazed. Nice, kriegt schon wieder einen Frag mit der Arbe. Also da müssen sie echt aufpassen, da fehlt irgendwie die Smoke hinten Richtung A. Das ist schon der zweite Frag, den sie da gegen Dazed gefangen haben. Und Neos Tilt schnappt sich die Arbe. Boah, und Frost hält Base. Stehen da wirklich super, super gammelig. Und ekelhaft. Ja. Aber am Ende. Ne? Haben jetzt auch ein gutes Geldpolster schon aufgebaut, die Amis. Ja. Ich hoffe, da kommt noch die eine oder andere Autosniper dazu, wenn man mal stirbt jetzt. Boah, sie verliert viel zu viele Leute noch. Kein Problem, Frost ist da. Boah, Frost. Mit der 4-Kill-Round Autosniper. Way. Aber ich glaube, das war die letzte Runde, wo Pascha Awe spielt. Kann ich mir zumindest vorstellen. Neo Instant gekauft. Ich glaube, meinen ersten Meistertitel werde ich mir auch mit der Autosniper holen. Das danach werden mich alle hassen, aber. Das wäre schön. Das stimmt, dir fehlt ja wirklich noch ein Titel. Way. So, Frost steht wieder Sniperpad an diesem Schlitz. Wenn der eine auch nur zu lange in diesem Schlitz ist, kriegt er sofort einen Hit auf 30 HP. Das ist so lächerlich. Sie bangen ihn. Ja. Oh, krass. In sein Gesicht, Alter. Dieser Arsch.
Ohne Scheiß, ich hasse den. Du hast ihn nur, weil ein Autosniper trägt. Aber TCK noch eine offensive Poli. Oh. Kann einen machen. Schon zu viele Hits, zweiten leider nicht. Nico noch am A. Schade. Beide Low, er hat Kit, Doppelflash. Das könnte er machen, aber super close am Tor. Er verschießt aber Test von hinten. 6-6, der Ausgleich. So, Geld haben die auch auf jeden Fall. Aber da müssen mehr Autosnipers her, Mann. Auf jeden Fall. Eine. Enttäuscht mich nicht. Ich glaube, Peak. Nee, der braucht sogar einen Drop. Liegt eine M4. Mann, nur Frost lamed. Bam, ein Hit, 38 HP. War kassiert von Frost, oder? Ja, ja. Aber immerhin flächen sie ihn jetzt ab. Und Pascha echt nochmal Arme gespielt. Wie viel Druck sie da auf Frost machen. Aber guck mal, wo er hingeht. Ja, ja. Kennt er gar nichts. Stand da vorhin auch schon fast. Oh. Kam einer durch. Samphis hält ihn da nach links frei. Ganz gute Ausgangslage für Quantic. Boah. Da läuft Pasche, Lord ihm rein. So, wieder mit 4 Mann überlebt. ESC müsste vielleicht sogar Eco haben. Ja, 3 haben überhaupt kein Geld. Also die Halbzeit wird sehr wahrscheinlich an Quantic gehen. An Team Autosniper. Aber der Stream ist auch besser geworden. HLTV fühlt sich auch besser an als im All-Star-Game, oder? Ja, ich finde es auch. Stimmt, hast recht. Obwohl jetzt gerade ein bisschen laggy ist, aber davor. Nur deswegen ist mir das gerade auch eingefallen zu sagen. Ja, stimmt. Auch schon lange kein großer Lag mehr aufgefallen. Macht zumindest Spaß zuzugucken, das ist ja das Wichtigste. Nicht die ganze Lag-Show, wie sieht der Ping aus? Ah ja, Mann, 2 Autosnipers, werden immer mehr. Ich kann mich da auch ein bisschen rein steigern, aber ja, passt schon. Das ist echt der blanke Hass. Ich finde es halt irgendwie interessant, weil ich es so noch nie gesehen habe. Also du kennst es ja schon. Weil ja, warte mal ab auf Train. Ja, ja, da bin ich auch gespannt drauf, wie das wirklich mit den Füßen dann läuft. Ja, der Frost spielt die ja nicht nur am Kleinen, das ist ja das Problem. Der ist der Verschieber mit der Autosniper. Mhm. Der spielt einfach überall. Packed so, up. Letzte Runde. In der Halbzeit. Also ich spiele nochmal diese Boost. Oh, dieser Schlitz da, Frost. Hat schon so oft da den Frag gesetzt. Oh, oder wurde gerefragt. Und der ist wieder nochmal oben. Tico auf dem Plateau. Zielt nicht, hat auf jeden Fall Angst vor der Arve. Da gibt's auch so einen Schlitz rechts, wo Hiko steht. Oh, guck mal, er hat Angst vor der Arve. Warum auch? Also muss ihn einfach reinlaufen lassen, hat 2 einfache Frags. Ersten ohne, dass er reagieren kann, und der zweite kriegt im Zweifel halt einen Hit auf 38. Ja. Nice. Oder stirbt einfach. Und der das auch. Das ist so krass, die Waffe, ohne Witz. Aber das macht das Spiel irgendwie gerade interessant. So, 9-6, jetzt bin ich wirklich gespannt auf die Terrorseite. Ja. Meinst du, sie nutzen die Autosnipers ja auch? Ist sie als Terror so effektiv dann auch? Also auf der Map jetzt hier? Ich sag nein. Würde ich auch nicht sagen.
weiß nicht, was der entscheidende Unterschied ist zwischen der T- und der CT-Autosniper, aber das stimmt ja mal. Irgendwie muss es sein, dass die irgendwie nicht so gut ist wie die CT-Autosniper. Glaubst du, ESC schlägt sie jetzt mit ihren eigenen Mitteln? Dass sie ja auch dann Autosniper kaufen? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich hoffe es. Zwei Decoys, einer, drei, vier Mann mit Weste, einer mit Smoke Flash. Riecht nach einem Rush vielleicht. Mal zwei unten. Schauen wir, ob TCK gleich den Smoke wirft. Gute Nade. Pascha auch schon. Boah, sehr starke Nade. Hat sich auf jeden Fall schon ausgezahlt. Smoked. Oh, läuft sehr gut, die Pistole. Sniperpad ist gesmoked und ich habe mich schon gewundert, warum Tessa nichts macht. Aber die Smoke ist bei mir nicht aufgegangen. Komplett auseinandergenommen. Und der Spo ist ja auch jetzt bekannt. Und Daze läuft dann noch an den Schuss, aber ist egal. Quantic gewinnt die erste Pistole hier in diesem Best of 3. 10-6 die Führung. Haben sich ja echt nochmal gut zurückgekämpft, mir jetzt nochmal so aufgefallen. Lagen ja 4-1 hinten. 5-1 sogar, weiß ich gerade noch nicht. Mann, ich lese gerade, Faculty soll auch Dust spielen als erstes. Oh Mann, das wird ja, kann ja so werden. Also, von wem ist die jetzt gewählt? Faculty meinst du? Ja. Gute Frage. Also ich habe gegen Faculty das trainiert und echt gut auf der Map. Also sie haben sich da einiges überlegt. Also ja, ja, das muss man ihnen auf jeden Fall eingestehen, dass sie da einiges gemacht haben. Wollte ich auch gerade sagen. Ja, vielleicht. Dass sie ganz gut auf der Map sind. Sie haben unter der Saison auf jeden Fall, glaube ich, auch beide Spiele gewonnen. Auf das. Die Frage ist nur, ob sie das quasi aufgefrischt haben oder ja, doch wirklich alles perfekt läuft, denn ich zweifle mal stark an, dass sie die Map trainiert haben seit den Matches. Ja, weißt du, was ich fürchte? Wenn sie wirklich Dust gewinnen sollten, dann haben sie ja mal wieder eine Map gewonnen im LAN, aber da kommen dann direkt wieder die Sprüche, ja, aber ja, Dust und so heißt nichts. Ah, gut. Also, Map-Gewinn ist Map-Gewinn, also, aber, ja. Naja, mal abwarten. Ist ja nichts gespielt worden. Map ist nun mal im Map-Pool und also wäre ja dumm, als vermeintlich schwächeres Team im Vergleich zu anderen diesen Vorteil dann nicht auszunutzen. Also man kann sich einfach nur durch eigenen Fleiß selbst belohnen, indem man was auf den Maps macht. Auf jeden Fall, ja. Das ist halt einfach, dann muss man es denen einfach gönnen, so die sich dann auf diesen Maps vorbereitet haben. Ganz akzeptable Eco hier gerade. Ja, sehr knapp eigentlich, also. Sag mal, die Bombe. Oh, die Bombe ist sogar down davon. Alter, das wird. Ja. Oh, und jetzt noch Dazed. Er sieht nur den Kopf dort, also es wird. Oh! Er macht den, aber kein Headshot. Wie konnte das kein Headshot sein? Keine Ahnung. LAN. Im Internet Headshot oder was? Nee, kein Hit. Achso. So, mal gucken. Keine Autosniper bei ESC, nur Awe bei Pascha. Was ich hoffe, dass Faculty jetzt nicht irgendwie eher startet. Fände ich eigentlich schade, jetzt hier die dritte Map zu verpassen. So, Quantic mit dem sehr, sehr schnellen. Oh, da sneakt sich einer in der Smoke.
Oh, Senf ist. LOL! Warst du bei Senf ist drauf, zufällig? Er hat ihn nicht gesehen. Ach du Scheiße. Tess stand er auf der Schräge in der Smoke und zwei Tees schleichen an ihm vorbei. Was aber hier sieht man diesen anderen Spielstil, den ich angesprochen habe, wo man quasi diese Area blockt und ja, das ist halt auch ein Mittel. Ja. Da muss man halt dann einfach gut aimen. Da ist halt Taz einfach der richtige Mann für. Einfach rumgasen und Headshots verteilen, wie diese Runde einfach mal 4 Kills. Kein Problem für ihn. Also, muss man einfach gucken, wie das dann als Team funktioniert. Was einem besser liegt und scheinbar liegt ESC dieses offensivere Spiel besser und Quantic hat ja sich eher für den defensiveren Spielstil entschieden. Mal schauen, wie sich das jetzt hier noch entwickelt. Es wird auf jeden Fall noch relativ knapp. Hm. Das ist sicher. Also ESC wird da bestimmt noch ausgleichen können. Haben wir auch sehr spät gekauft, die Amis. Ja, und Test zum Beispiel jetzt wieder und einfach. Also das ist wirklich, das muss ich jetzt aber auch nicht mehr wiederholen, also ja, das ist dieser aggressive Spielstil. Pascha verschießt da in die Cutters. So, sammelt sich auch. Senf ist Leo gemacht. Wer steht da hinten noch? Da ist immer noch ein. Und jetzt bestraft sich das Offensive vielleicht ein bisschen. Ja, weil es halt immer so ist, dass man 1 gegen 1 Duelle einfach hat und ja, also in der Regel hat eine AK da den Vorteil und jetzt sehen wir sogar Galils, die den Vorteil haben und das wird mir dann doch ein bisschen zu denken geben, also ja, mal schauen. Und ESC muss. Oh, weil sie. Oh, sie kaufen. Ja. Setzen hier alles für eine Karte. Mal schauen, wie sie das jetzt. Wenn sie die Runde verlieren, ist eigentlich gegessen. Ja. Wenn ich jetzt 14-0, dann 15-0, weil sie Eco haben. Das ist enorm wichtig jetzt für ESC. Auch ein leicht anderer Aufbau bei Quantic. Da gehen, glaube ich, 3 Cutters und 2 Abgang. Tess hat es jetzt einfach nochmal gleich gespielt, ohne Waffe. Hat, glaube ich, Pre-Fire-Hits kassiert, unten an der Schräge. War, glaube ich, eine dicke Nade. Ah, ne, doch nicht. Es war echt der unten, war der Spieler unten. Ich. Ja. Oh, das wollte sich Smoke sneaken. Schon mal eine ganz andere Aufstellung gegenüber ESC. Es wirkt nicht so kompakt wie bei Quantic. Ja, und das einfach nur der, aufgrund der Tatsache, dass ESC einfach sich nicht wirklich Gedanken, also sie machen sich schon Gedanken natürlich, aber ja, einfach so spontan eher so entschieden und nicht im Vorhinein mit einem Plan in das Spiel gegangen, sondern ja, das musste man. Boah, während des Spiels noch quasi aushandeln. Krass, das gibt einfach Quantic dann diesen Vorteil auf der Map. Und so wird es auch nicht anders, also wird es bei Faculty auch sein. Dementsprechend kann man Faculty dann, falls es ihre Map wirklich ist, auch die erste Map schon dann gut schreiben. Also relativ sicher. Ja, außer Kürze einfach nur, weil sie diese, ja, das weiß man natürlich nicht, aber gibt ihnen schon diesen Vorteil in den Gedanken halt, also ja. Vielleicht, vor allen Dingen ist es auch, ich glaube, es ist echt gut, dass sie das spielen. Es ist halt, meine, es ist auf jeden Fall sehr geschickt. Ja, auf den letzten Turnieren haben sie halt offensichtlicherweise halt nicht die Map gespielt, somit ist es was Neues. Man hat nicht irgendwie, weiß nicht, es ist wahrscheinlich auch egal, wenn man die verliert, da kann man halt sagen, ey, scheiß drauf, es war das oder so. Also ich denke, das spielt ihn ganz gut in die Karten. Und es ist auch das eingetreten, was ich vorhin gesagt habe. ESC muss Deko machen. Somit gleich 15 zu 7. Und wir werden höchstwahrscheinlich die dritte Map sehen. Die wir hoffentlich auch sehen werden. Nicht, dass Faculty wirklich eher startet. Ich hoffe nicht. Denn die Spiele müssten ja eigentlich auch übertragen werden. Und das werden sie, denke ich, nicht machen.
Und ja, gucke ich mir jetzt gerade auch die Maps an. Also beispielsweise wird ja beim Faculty-Spiel auch einfach Cage als dritte Map gespielt. Oh, das ist auch nice. Falls, also wirklich Kluge Map-Wahl Teams, vielleicht. ja, also wirklich, das wird diesen, ja, schwächeren Teams, sage ich mal, wirklich dann in die Karten spielen, dieser große Map-Pool. Und ja, das wird sich dann, also das ist ja auch so, dass man dann zwangsläufig so eine Map spielen muss, weil man einfach nicht genug Vetos hat. Also ein Map wird immer von denen gespielt, weil es gibt ja 8 Maps sind es, glaube ich. drei Custom-Maps sozusagen, also drei, also es gibt ja Müll, Cage und Dust 1. Ja. Wenn du nur zwei Vetos hast, weil du keine Ahnung Pech hast, oder ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie es geht, immer noch nicht halt, dann ist eine Map im Best of Three drinne. Und wenn diese dann gut vorbereitest, habe ich ja schon angesprochen, dann hast du einfach den Vorteil. Und das kann dann auch wirklich für Überraschungen auf den Turnieren sorgen. Ich bin mal gespannt. Guck mal, ESC spielt das wieder offensiv. Neo kriegt von links unten Besuch, aber es schluckt ihn gar nicht. Na, Test steht da unten. Boah, der kassiert direkt. Test sneakt sich vielleicht hinterher. Out, ne. Ne Aug bei Pascha. Boah, guck mal, Test. Ein macht er, zwei macht er. Nice, schöne Pose hinter der Ist Kiste. einfach, ehrlich gesagt, random. Ja. Er holt die Runden manchmal dort. Ja, Und stimmt. wenn er sie holt, dann holt er sie sehr überzeugend. Aber er kann auch einfach nichts machen und dann ist die Runde als CT verloren. Und das darf man sich ja als CT eigentlich nicht erlauben, weil es halt so eine sehr stark favorierte CT-Map ist. Und da muss man dann halt wirklich überlegen, ja, Guck mal, wie sie die Runde noch ist abgeben. es wirklich das Richtige, was wir hier tun als CT? Naja, Map ist leider jetzt ja vorbei. Na, warte mal ab. Weiteren Guck Turnierverlauf mal, sie wissen müssen Sie nicht, wo sich auf Lord jeden Fall noch ist. ein paar Gedanken machen. Oh, und Lord spielt's gut. Oh, der zweite, den hat er nicht gesehen. Und Frost. Boah, starke Arme. Er hätte den Schuss. Sehr starker Kratz. Schuss, Kratz an muss man Quantic. Wir sagen. sehen eine dritte Map, die dann Train lautet. Ja. Ja, ich freue mich. Du bist hoffentlich noch mit dabei. Jo. Sehr schön. Dann sehen wir uns gleich wieder hier auf der dritten Map. Quantic gegen ESC Gaming Wird Train. spannend. Auf jeden Fall. Bis gleich.